Bitte versuchen Sie mit Fragen und Kommentaren sich noch einen Moment zu gedulden und freuen Sie sich zunächst auf den zweiten Vortrag von Professorin Birte Plato, die ich Ihnen ganz kurz vorstellen darf. Sie ist Professorin für Religionspädagogik am Institut für Evangelische Theologie an der TU Dresden. Und was in diesem Kontext auch interessant ist, ist, dass sie Vorstandsmitglied ist, da muss ich aber auf meinen Spicker schauen, im Center for Scalable Data Analytics and Artificial Intelligence. Von daher birgt das vielleicht nochmal auch eine spannende Perspektive für deinen Vortrag, liebe Birte. Und zu Ihren Forschungsschwerpunkten gehören neben KI oder auch der Zusammenhang von KI und Theologie eben auch Technikethik und ethische Bildung. Und in diesem Sinne freuen wir uns auf deinen Vortrag, der heute eben mit diesem Thema überschrieben ist. Ja, vielen Dank für das freundliche Willkommen und vielen Dank, dass ich da sein kann, dass Sie so spät jetzt hier noch zuhören. Ich werde mein Bestes tun, ich halte fest, ich fange 3 Minuten später an. Bemühe mich aber um Kurzweiligkeit. Trotzdem muss ich mir die Zeit nehmen für 2 ganz kurze Vorbemerkungen. Das erste ist, ich bin eigentlich wirklich ein großer Fan von geschliffenen, intellektuell reichen Vorträgen. Trotzdem spreche ich aus Überzeugung heute weitgehend frei, obwohl ich pünktlich, Lena kann es bezeugen, ein umfassendes Skript abgeliefert habe. Das ist sozusagen der performative Vorgriff auf eine meiner Pointen, wie Theologie sich bedeutsam machen kann im interdisziplinären Diskurs. Dazu gehört unter anderem freies Sprechen. Nicht nur inhaltlich werden Sie es also mit abgebrochenen Sätzen zu tun haben, sondern falls Sie Monty Python-Fan sind, werden Sie heute Abend Spaß haben. Es wird auch inhaltlich so sein, dass Sie immer wieder mal das Gefühl haben, now for something completely different, also der Abbruch. Es wird auch inhaltliche Brüche geben. Es hat damit zu tun, dass ich glaube, dieses Thema, das wäre dem Thema nicht angemessen, wenn ich es so ganz geschliffen und schlüssig auf eine These hinauslaufend abhandle. Und es wäre vor allem auch nicht das, was ich möchte. Ich möchte heute nämlich wirklich auch Impulse setzen, diese zum kritischen Denken auffordern. Und Sie werden auch merken, ich habe keine Angst, mir heute die Hände dreckig zu machen. Ich werde wirklich in die Niederung der Praxis gehen und darüber sprechen, wie Theologie und Technik miteinander zu tun haben können. Die zweite Vorbemerkung, die ich mir gönnen muss, da habe ich so ein bisschen das Bedürfnis als Didaktikerin, Sie über das Bedingungsfeld, aus dem ich spreche, zu informieren. Ich bin nämlich wirklich in sehr komischen Zusammenhängen für eine Theologin unterwegs und das prägt inzwischen wirklich mein Denken und auch mein Handeln und auch meine theologische Arbeit. Sie haben schon gehört, ich bin bei Scuds AI, Lena hat es ja schon ausgeführt, das spare ich mir. Das ist wirklich ein großes Projekt, ein BMBF und Freistaat gefördertes Kompetenzzentrum für KI. Wir kriegen 20 Millionen pro Jahr und sind ähnlich wie die Leibniz-Institute auf Dauer gestellt gefördert und sind dort 69 PIs, von denen 95% plus Techniker sind. Also da ist man als Theologin wirklich exotisch unterwegs. Und meine Karriere dort kann man beschreiben als Blinddarm- oder Wurmfortsatz. So habe ich mich am Anfang wirklich gefühlt. Als es um die Verstetigung ging, brauchte man ganz händeringend und dringend irgendjemand, der ELSI-Aspekte macht, also Ethical, Legal and Social Implications. Also haben sie mich 4 Wochen vor Antragstellung gefragt, ob ich das schnell in den Antrag reinschreiben kann. Und es war ganz klar, ich habe da die Funktion von einem Wurmfortsatz. Jeder weiß, jeder Mensch hat es, aber wozu der eigentlich gut ist, das weiß auch kein Mensch, man lässt ihn zur Sicherheit mal drinnen. So habe ich angefangen, dann habe ich, glaube ich, irgendwann mir den Rang von einem Regular PI, also ich war dann immerhin doch bei den Sitzungen dabei und durfte auch sprechen und zuhören. Dann habe ich den Area Lead für Responsible AI, den hatten bis dahin wirklich die Techniker übernommen und inzwischen darf ich 1 von 8 Vorstandsmitgliedern sein, das einzige Geisteswissenschaftliche. Das ist schon eine ziemlich coole Sache und Sie sehen aber auch, dass man dann wirklich sehr besonders auch Theologie betreiben muss und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht für manche von Ihnen auch heute zu exotisch wird, das werden Sie auch sehen. Nur noch zur Information, wie bei uns Responsible AI aufgestellt ist mit diesen unterschiedlichen Disziplinen und Forschungsfeldern. Ja, ich habe schon gesagt, ich war der Wurmfortsatz, ich habe mich aber auch am Anfang ein bisschen gefühlt wie dieses Tier. Wissen Sie, was das ist? Wir haben einen Biologen hier beim Essen, hast du dich geoutet. Weißt du, welcher Frosch das ist?
Es ist der Ochsenfrosch, der hat hier vor x Jahren mal ganz große Probleme verursacht, weil er eigentlich nicht in unser Biotop gehört, irgendjemand hat ihn eingeschleppt. Und so habe ich mich am Anfang bei den Technikern gefühlt und das Komische ist, dass es mir inzwischen mit der Theologie so geht. Der Herr Graf, Kollege aus Bayern aus meinen Anfangszeiten, hat mal bei unserem Fach vom Theotop gesprochen und damit meinte er, glaube ich, ein bisschen, Friedrich Wilhelm Graf, dass wir ein bisschen geschlossenes System sind. Und wenn man annimmt, was die Theologie ein bisschen für sich ist, und ich werde sie nachher provozieren und behaupten, dass sie das ist, dann muss ich zugeben, dass ich mich inzwischen ein bisschen wie der Ochsenfrosch fühle. Also ich habe manchmal ein bisschen Fremdheitsgefühle und habe auch tatsächlich inzwischen Probleme, mich in meinem eigenen Wissenschaftsfach auch im Denken und in der wissenschaftstheoretischen Verordnung zu Hause zu fühlen. Aber umso schöner finde ich, dass ich heute hier den Anlass habe und ich werde diesen Ziel und diese Probleme zum Gegenstand machen. Da können Sie gruppentherapeutisch nachher mit mir zusammen dran arbeiten oder vielleicht das auch als einen kritischen Impuls aufnehmen, je nachdem, wie Sie wollen. Ja. Ich glaube übrigens auch, dass es für die Religionspädagogik ganz gut ist, wenn die dieses Gefühl hat, denn ich verstehe mein Fach schon immer so ein bisschen als ein Gegenüber im Fächerkanon der Theologie. Sie kam ja recht spät dazu und in einer Krisensituation, als auch nicht selbstverständlich war, dass religiöse Bildung noch in der Schule stattfindet. Das heißt, die hat natürlich schon immer so ein bisschen eine Brückensituation. Ja, also zunächst möchte ich mit Ihnen einmal überlegen, wie ist denn eigentlich die theologische Technikrezeption? Und wenn man in Dresden ist, dann ist es ja nicht ungewöhnlich, dass man sich da auf Paul Tillich bezieht. Und mit Tillich kann man vielleicht drei Phasen des theologisch-technischen Verhältnisses oder des Verhältnisses von Theologie und Technik identifizieren. Und das beginnt ganz klar mit einer Mystifizierung von Technik. Da lesen wir bei Paul Tillich, also ich gehe da jetzt durch, nicht einfach nur für den Spaß an historischen Zusammenhängen, sondern weil ich der Meinung bin, dass wir bis heute, und ich habe auch heute einiges davon entdeckt, Spuren dieser historischen Epochen in unserer Technikrezeption in uns tragen und vielleicht auch noch so ein paar Relikte, über die wir mal kritisch nachdenken sollten. Die erste und relativ lange Phase könnte man vielleicht bezeichnen als Mystifizierung. Da lesen wir etwa bei Tillich an Plötzlichkeit und Gewalt einer Naturkatastrophe, zum Teil ist es angeschrieben, genau, vergleichbar kam die moderne Technik über die abendländischen Völker. Und sie beugten sich, ohne zu verstehen, was geschah. Allmählich aber dämmerte ein Bewusstsein darum, dass sich ein Schicksal vollzogen hatte, dass das Abendland einen Weg gegangen war, der weit hinausführte über alle Möglichkeiten der bisherigen Menschheit. Und dieser Weg des Abendlandes reißt irgendwie die ganze Menschheit in seine Richtung. Also hier wird Technik wirklich als was Wesenhaftes mit einem eigenen Willen, mit einer nicht zu bändigenden Kraft beschrieben. Und ganz klar ist, wenn wir jetzt über das Verhältnis nachdenken von Theologie und von Technik, Entschuldigung, und Religion, dann ist Technik hier was Schlechtes, deswegen das Minus. Und Religion hat genau das, was wir heute vielleicht auch schon ein paar Mal gehört haben, die Aufgabe einer kritischen Aufklärung, eines Gegenüberseins, eines bewahrenden Raums, der sich gegen diese Gewalt verwehrt und kritisch darauf hinweist. Es gibt aber in der gleichen Phase der Mystifizierung noch eine ganz andere Interpretation. Die finden wir etwa bei Bonhoeffer, aber auch bei Tillich. Wenn wir dort lesen, dass die Wohltaten der Technik hinter ihren Dämonien verblassen, beziehungsweise dass Technik auch gerade das Unheimliche unseres Seins eingrenzen kann und uns dafür schützen kann. Das heißt, hier ist auf einmal das Verhältnis von Technik und Religion eines, wo beide Gutes können. Und Religion gibt uns einen Schutz und einen Raum und das Gleiche wird auf einmal auch im Verständnis von Technik beansprucht. Die mit Abstand jedoch am häufigsten zu findende Verhältnisbestimmung ist eine im weitesten Sinne kompensatorische. Lange Zeit wurde Technik gerade in ihren sozialen Bezügen als eine Entfremdungsmaschine interpretiert, wo das Menschsein hinterfragt wurde. Der Mensch wurde von sich selbst und von seinen Lebenszusammenhängen entfremdet. Und Religion war dementsprechend das Mittel, was diese Entfremdung wieder gut machen sollte oder eben kritisch bewusst machen sollte. Und wieder haben wir das Verhältnis, dass Technik schlecht ist und die Religion das Kompensatorische oder das Mahnende gegenüber.
Schon mit Ende des Ersten Weltkrieges, aber auf jeden Fall danach setzt dann eine neue Phase ein, die man vielleicht als Technikrealismus bezeichnen könnte. Und davon habe ich heute auch schon gehört. In Ihrem Beitrag haben wir einmal oder mehrfach gehört, technisches Handeln steht in einem Zusammenhang zwischen Mittel und Zweck. Und Lilje, der immerhin in 3 Auflagen erschienen ist, sagt, technisches Handeln ist die Einstellung von Mitteln auf einen Zweck. Entschuldigung, da ist ein Tippfehler. Das ist tatsächlich auch das, was ich von meinen Technikern-Kollegen am meisten höre. Und ich habe es heute auch schon gehört. Technik per se kann nicht schlecht sein. Technik wird immer erst gut oder schlecht durch ihre Anwendungen beziehungsweise durch die AnwenderInnen. Gerade und eigentlich spätestens seit Kant sollten wir aber wissen, dass es nie ein an sich sein gibt, sondern dass es immer inhärent eingeschriebene Werte gibt. Und Tillich hat es berücksichtigt, indem er das nehme ich jetzt mal in einem Schlag her, in 3 Formen konkretisiert hat. Und zwar sieht er bei Technik die Möglichkeit, dass sie entweder bewahrend eingesetzt wird, also dass sie sich in diese Ordnung fügt, die gegeben ist, die Gott gegeben ist, und sie bewahrt und vielleicht noch verstärkt und profiliert. Das wäre auf jeden Fall ein Gut-Gut-Verhältnis. Es gibt weiter die Möglichkeit, dass technische Artefakte Gestalt geben von Vorhandenem, also dass sie Vorstellungen, Ideen, Gefühle oder was sich zwischen uns ereignet, in Artefakte packt und so verstärkt und sichtbar macht, also im weitesten Sinne verwirklicht. Das hat Tillich auch als gut befunden, hat gesagt, auch das ist unbedenklich und steht eigentlich in einem konstruktiven und guten Weltverhältnis und kann deswegen auch in einem positiven Religionsverhältnis stehen. Wo er allerdings große Bedenken hatte, war, wenn Technik ihr volles disruptives Potenzial entfaltet, was wir ja gerade auch gehört haben. Da war Tillich der Meinung, das ist etwas, wo wir vielleicht wieder an die dämonische Macht von Technik verweisen müssen und wo Technik in einem schwierigen Zusammenhang für uns steht. Für mich ist jetzt der große Fortschritt von Tillich und dem Technikrealismus, der natürlich nicht nur mit Tillich zusammenhängt, sondern mit vielen weiteren, eigentlich nicht so sehr diese Differenzierung, sondern für mich ist der große Fortschritt, dass Tillich erkannt hat und mit ihm zum Glück einige weitere, dass wir eigentlich nicht global von Technik sprechen können, sondern wir müssen eigentlich Technik immer als Techniken verstehen und uns auf die ganz konkrete einzelne Technik und ganz einzelne Technologien oder technische Zusammenhänge konzentrieren und die differenziert betrachtet. Und Gleiches gilt auch für die AdressatInnen, die von dieser Technik betroffen sind. Und in meiner Wahrnehmung ist das eine erste Erkenntnis, den wir für unsere jetzigen Nachdenken über Technik, Technologien wieder mitnehmen könnten. Also ich finde, dass die Theologie insgesamt, und zum Teil war das auch schon heute der Fall beim letzten Vortrag nicht, aber in anderen Zusammenhängen zu grob mit Technik umgeht. Also Digitalisierung alleine ist schon eine solche Vielzahl an technischen Schritten. Es ist das sensorische Erfassen, es ist das maschinelle Lernen, was über Muster macht, es ist aber auch das automatisierte Entscheidungstreffen, also dieser Sammelbegriff Digitalisierung und vieles weiteres, auch allein in technischer Hinsicht, oft viel zu grob von uns erfasst und das könnten wir aus dieser Phase mitnehmen. Die für mich ergiebigste Bestimmung findet sich allerdings dort, wo Tillich gar nicht von Technik spricht. Und zwar hat er 1928, fast zur gleichen Zeit, wie er Wort und Logos verfasst hat, auch eine relativ unbemerkte Symboltheorie entworfen. Und da spricht er auch von Technik und was der Fortschritt ist oder was das, finde ich, Ergiebige ist, dass er sagt, beide antworten eigentlich auf die Frage, was Menschen brauchen. Also Religion antwortet auf spezifische Art und Weise darauf, was Menschen brauchen, was sie sich erhoffen, das passt auch wieder ganz gut, was sie tun, wie sie die Welt erfassen, erfahren, was sie sich wünschen, was sie fürchten. Und das Gleiche macht, wenn auch mit ganz anderen Erscheinungsformen und Inhalten, Technik auch. Ich bin jetzt wirklich auf der funktionalen Ebene. Und wenn wir vielleicht das Verhältnis von Technik und Religion nicht so als ein Objektbereich, wo das eine auf das andere steht, sondern vielleicht beides als kulturelle Erscheinungsweisen, dann kann man ganz anders damit umgehen. Und ich bin inzwischen bei meiner Arbeit und bei meiner Umgang mit Technik und Technologien so weit, dass ich die beide als interdependente Kulturräume verstehe.
Und zwar zunächst wirklich als auch gleichbedeutend. Ich beobachte die als phänomenologisch und ich schaue, wer erfüllt mit welchen Artefakten, Handlungsweisen und Inhalten welche Funktion und wie hängen die miteinander zusammen. Und dann ist man vielleicht gar nicht so schnell, dass der Zugriff zu grob wird oder dass der eine über den anderen kritisch urteilt, obwohl ich das auch, wenn es angemessen ist, gar nicht schlimm finde. Aber man ist nicht so festgefahren auf bestimmte Zugriffe. So, jetzt muss ich ganz ehrlich zugeben, dass all diese Gedanken erst weit nachdem kam, als ich meine Forschung zu KI begonnen habe. Eigentlich sind die so ein bisschen so ein Selbsttherapierungsprogramm, mit dem ich versucht habe, wieder zurück in die Theologie zu kommen und meine Art, auf KI zu gucken, theologisch anschlussfähig zu machen. Ich bin nämlich zu diesem Thema KI damals gekommen, das hatte ich mir nicht bewusst ausgesucht, sondern es kam in dieser sehr schönen Situation, als ich mit Doktorarbeit und Habil fertig war und eigentlich auch noch gar nicht so großen Zeitdruck hatte, eine Professur zu bekommen. Und ich bin dann reingeschlittert und habe nur aus reiner Lust am Nachdenken dieses Thema für mich erfasst. Und erst sehr viel später musste ich mir über den theoretischen Unterbau Gedanken machen. Weil aber in diesem Reinschlittern so viel über meinen Forschungsansatz drinsteckt, nehme ich Sie mal in diese Situation mit rein. Also wie ich zu diesem Thema gekommen bin. Und da stecken schon eine ganze Menge Thesen drin. Also nicht einschlafen, weil Sie denken, das ist jetzt nur eine Anekdote. Das ist wichtig später. Also ich bin eines Tages mit meinem Auto gefahren und während dieser Autofahrt hat mein Auto mir dieses Zeichen gegeben, was mir wahrscheinlich nahelegen sollte, dass ich eine Pause mache. Dazu kam dieser bekannte Schriftzug, Zeichen von Müdigkeit erkannt. Und meine allererste und spontane Reaktion war, nee, ich bin nicht müde, ich fahre jetzt einfach weiter. Aber schon fast im gleichen Moment fing ich an zu rechnen, habe mir überlegt, Mensch, wie lange bist du schon wach? Wie oft haben dich die Kinder geweckt? Hast du heute eine Pause gemacht? Und es hat in mir genagt. Also ich wollte wissen, warum denkt mein Auto, dass ich müde bin? Deswegen habe ich geblinzelt, mit dem Lenkrad gewackelt. Ich bin ganz verantwortungsbewusst über diese weißen Linien gefahren, weil ich wissen wollte, woher kommt dieses Zeichen. Und es war aber so, dass ich dieses Zeichen nicht bewusst provozieren konnte, sondern es kam für mich willkürlich. Und als ich schon ziemlich zermürbt davon war, meinte ich auf einmal, mich daran zu erinnern, dass in diesen neuen Autos, ich hatte das Auto recht neu, kleine Kameras sind, die Pupillenbewegungen messen. Und wenn die Pupillen schnell zucken, dann kommt diese Meldung. Und dessen eingedenk war ich dann wirklich total verunsichert, weil sich in mir auf einmal der Gedanke breit gemacht hat, was ist denn los, wenn mein Auto besser weiß als ich selbst, wann ich müde bin? Und deswegen bin ich dann an einen Rastplatz gefahren, habe versucht zu schlafen, was natürlich überhaupt nicht funktioniert hat und bin schon 10 Minuten später total genervt weitergefahren. Und mich hat dieser Gedanke aber nicht losgelassen, weil ich wissen wollte, was denn da eigentlich mit mir passiert ist. Und als ich ein bisschen genauer darüber nachgedacht habe, ist mir bewusst geworden, dass so ein entscheidender Moment war, als ich glaubte, dass mein Auto Daten von mir sammelt und diese auf Basis von künstlicher Intelligenz auswertet. Also das meinte ich damals. Weiß jemand von Ihnen, ob es das wirklich auch ist, KI im Auto? Nee? Ich kann Ihnen, wenn Sie wollen, kann ich Ihnen am Schluss verraten, was es ist. Dann können Sie in Zukunft das Zeichen auch selber besiegen. Auf jeden Fall, es ist eigentlich gar nicht so wichtig, ob es KI war oder was KI im Einzelnen ist. Das Entscheidende war eigentlich, was hat diese Chiffre bei mir ausgelöst? Künstliche Intelligenz. Ich habe mich nämlich unaufgefordert und eigentlich auch unbewusst gefragt, wie sich menschliche Intelligenz und künstliche Intelligenz zueinander verhalten. Und dabei habe ich diese beiden Formen von Intelligenz zu Größen in ein und demselben Referenzsystem gemacht. Das heißt, etwas genauer habe ich das Folgende getan. Ich habe eine Aufgabe gestellt, nämlich herauszufinden, ob ich müde bin. Und dann habe ich gefragt, wie gut kann denn der Mensch diese Aufgabe lösen, die humane Intelligenz, und wie gut kann die vermeintlich künstliche Intelligenz diese Aufgabe lösen. Und wenn es um die Bewertung geht, huch, da war ich jetzt zu schnell, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass die künstliche Intelligenz das besser kann als ich selbst, weil sie ja mehr Daten zur Verfügung hat, auch die mir unzugänglichen. Und jetzt bin ich sicher, ein paar von Ihnen, die grinsen innerlich und sagen sich, das wäre mir ja nie passiert, ich hätte da nie auf so ein System gehört. Ich kann Ihnen aber sagen, als ich dieser Frage weiter nachgegangen bin, bin ich auf viele analoge Verhaltensweisen gestoßen. Überall dort,
wo Daten Wissen generieren oder wo Menschen oder Entscheidungssituationen sich in Daten abbilden, agieren Menschen durchaus nach dem Muster von mir. Das ist in vielen medizinischen Zusammenhängen der Fall. Überall dort, wo Bilder und große Datenmengen eine Rolle spielen, da fallen Ihnen bestimmt reihenweise Ärzte oder Ärztinnen ein. Das Gleiche in der Ökonomie, am Kapitalmarkt, im Versicherungswesen, auch überall dort, wo Datenmengen und Statistiken helfen, entscheiden Menschen genau nach meinem Muster. Sie fragen sich, wie viel kann ich, wie viel kann das System, und entscheiden sich im Zweifelsfall darauf zu hören. Und selbst da, wo wir es nicht vermuten, wir haben das gerade schon gehört, Effective Computing, in vielen Sozialwissenschaften, in der Seelsorge, in der Psychologie, gibt es inzwischen datenbasierte Verfahren, die Menschen zweifeln lassen, ob sie wirklich hier die beste Entscheidungsfähigkeit haben. Was jetzt diese Bewertung angeht, dieser Phänomene, geht die extrem weit auseinander. Während die einen sich von solchen Möglichkeiten Erlösung erhoffen, sehen die anderen die Menschheit in apokalyptischen Untergangsszenarien gefangen. Und das wirklich Interessante ist, dass es ja eigentlich dazwischen relativ wenig gibt. Mein Beispiel hat Ihnen jetzt gezeigt, zumindest am Anfang meiner Forschung habe ich von Technik nicht viel verstanden, aber ich konnte ganz gut interpretieren, was es mit den Menschen macht. Und genau das ist auch mein Zugang geworden. Also ich habe mich gefragt, welche Bilder bilden Menschen eigentlich von sich, wenn sie mit KI zu tun haben, und inwiefern ist das ein Thema für eine Theologin? Und da bin ich durchaus auf Erstaunliches gestoßen. Also ich hatte ja schon gesagt, wenn wir mit KI zu tun haben, dann nehmen wir uns in Analogie zu KI wahr. Also das heißt, wir fragen uns, wie gut kann die das, wie gut kann ich das, und wir nehmen uns schon mal in einem Teilausschnitt, der uns diesen Vergleich anheimstellt, wahr. Und wenn es jetzt darum geht, wie wir in diesem Vergleich abschneiden, da fühlen wir uns in aller Regel unterlegen. Wir hatten vorhin schon gehört, Menschen werden müde, Menschen sind kurzsichtig, Menschen können nicht so viele Daten verarbeiten. Und wir kommen in ganz vielen Situationen zu der Einschätzung, dass wir schlechter sind. Und das Interessante ist, dass wir zwar wissen, das ist nur eine Einzelsituation. Mein Auto weiß vielleicht nur besser als ich, was ich müde bin, aber ein Brötchen kann es zum Beispiel nicht schmieren. Aber das ist uns in der Situation eben nicht bewusst. Und diese Situation geht doch deutlich tiefer, als man es vielleicht auf den ersten Moment denkt. Das liegt unter anderem darum, dass es vielleicht nicht weltbewegend ist, wenn jetzt eine Person mal dieses Gefühl hat. Also die Tatsache, dass ich angehalten habe, hat die Welt nicht verändert. Aber wir alle wissen natürlich, wenn nur ein Mensch sich verhält, macht es nichts. Aber wenn viele Menschen sich dieser Art verhalten, wird dieses Verhalten irgendwann zu einer gewissen Normalität. Also wenn ich in Zukunft vielleicht irgendwann mal einen Unfall baue und sich rausstellt, es war wegen Müdigkeit, und mich fragt dann jemand, hat dein Auto dir denn kein Warnsignal gegeben? Und ich sage, ja doch, aber da habe ich nicht drauf gehört, könnte es ja durchaus passieren, dass mir gesagt wird, ja selber schuld. Und damit ist eine Norm geschaffen, dass ich wohl doch besser darauf gehört habe. Und allein über das Urteil und das Verhalten von vielen verstärkt sich unter Umständen dieser Effekt. Im Fall von künstlicher Intelligenz, und da bin ich auch dabei, dass ich meine, dieser Mittelzweckvorstellung bricht auf, kommt jetzt noch was weiteres hinzu. Wir haben ja schon gehört, KI sind keine Programmierungen, ist nichts Mechanisches. Wir haben es auch gerade in dem vorangegangenen Vortrag gehört. Die tiefen neuronalen Netze und im Prinzip auch die einfachen inzwischen Funktionen von KI basieren nicht mehr auf Programmierungen, sondern auf Datenmengen. Und Programme gehen drüber und finden Muster oder sie kriegen Lernaufträge und machen Lernen durch Verstärkung. Und diese Daten, die stammen ja von uns. Das heißt, alle Lebensvollzüge, die wir so durchlaufen, gehen sie einfach mal heute ihren Tag durch, hinterlassen ja Spuren. Und wir manifestieren letztlich unsere Verhaltensweise, die Tatsache, dass ich angehalten habe, die Tatsache, dass ich einem Ratschlag folge, die Tatsache, dass ich Navigationshinweise annehme. Das ist vielleicht nicht bewusst und systematisch gespeichert und aufbewahrt, aber es ist trotzdem irgendwo da und hinterlässt Muster. Und genau diese Muster, die wir jetzt mit den ersten zwei Bewegungen schon abgezeichnet haben, liegen ja als Lerngegenstand für diese Programme bereit. Das heißt, von der Technik selbst könnte dieser Effekt
noch verstärkt werden. Das Interessante ist, ich habe an dieser Stelle, ich erspare Ihnen jetzt die methodischen Details, eine empirische Studie durchgeführt. Und ich kann sagen, dass diese Bewegung mehrheitlich in diese Richtung stattfindet. Sie kann aber genau auch in die andere Richtung gehen. Also es gibt auch die Möglichkeit, dass Menschen das Gefühl haben, wenn sie mit KI zu tun haben, dass sie wahnsinnig an Kraft dazu gewinnen würden, weil sie jetzt alles Wissen in der Tasche tragen, weil sie alle Probleme lösen können. Wir wurden heute schon mal darauf hingewiesen, dass es einen Zusammenhang zwischen Klima oder der Erwartung, man könne die Klimakrise lösen, und technischem Wissen gibt. Und ich kann auch sagen, dass es da ein gewisses kleines Gender-Bias gibt an der Stelle. Wer sich tendenziell kleiner fühlt und wer sich tendenziell größer fühlt. Und auch die Metapher, die wir heute schon ein paar Mal gehört haben, des Werkzeugs, spielt in dem Kontext eine Rolle. Diese Vorstellung ist aber eigentlich, wenn man die Technologie ein bisschen versteht, viel zu einfach. Trotzdem möchte ich daran erinnern, dass es was mit uns macht, in unserer Selbstwahrnehmung, und dass diese Dynamik nicht nur einem einzelnen Menschen passiert, sondern durchaus eine vielfach verstärkte weitere Dynamik hat. Ich gehe nicht im Einzelnen auf die Ergebnisse ein, sondern ich möchte stattdessen mit einem ganz kurzen historischen Exkurs zeigen, dass die Bezogenheit von Mensch und technischer Innovation der jeweiligen Zeit eigentlich nichts Neues ist. Menschen haben sich schon immer in Analogie zu Technologien ihrer Zeit wahrgenommen. Im 18. Jahrhundert haben Menschen sich als mechanische Maschine interpretiert. Im 19. Jahrhundert wurde der Mensch als hydraulisches System interpretiert und im 20. Jahrhundert als kybernetische Maschine. Und wenn man sich heute mal anschaut, wie Menschen definiert werden, unter anderem in der Biologie, dann stellt man fest, dass Menschen als ein komplexes Zusammenspiel aus Epigenetik, Genetik, chemischen Faktoren interpretiert werden, durchaus in Analogie zu solchen Netzwerken. Das Interessante ist, dass die Bezogenheit von Technik und Mensch augenscheinlich reziprok ist. So ist es eigentlich in den allermeisten Fällen überhaupt nicht notwendig, dass wir KIs verkörpern, indem wir ihnen Namen geben oder Gesichter, Hologramme oder sie sogar physisch vergegenständlichen, indem sie Extremitäten bekommen oder ein Gesicht. Aber es zeigt sich hier, dass offensichtlich in dieser Interaktion zwischen Menschenbild oder Vorstellung des Menschen von sich selbst und Technik ein ziemlich starker identitätsrelevanter Zusammenhang steht. Ja, den möchte ich noch einmal kurz beleuchten, denn da ist jetzt der Brückenschlag in die Theologie, auf den Sie vielleicht schon warten. Wenn ich jetzt nämlich das Gehörte analysiere, dann frage ich mich natürlich, wie kommt es denn? 5 Minuten, oh ja, da muss ich wirklich schnell sein jetzt. Und das mache ich etwas flotter. Ihnen allen ist wahrscheinlich bekannt, dass man den Menschen nicht statisch als eine Identität versteht, sondern mit Heiner Kolb könnte man ihn als eine Narration von sich selbst nehmen. Und diese Narration besteht aus Selbsterfahrungen, das sieht man hier transparent noch durch, ich habe es transparent gelassen, um zu zeigen, dass es dynamisch und fragmentarisch und eigentlich nie festgelegt ist, der Perspektive anderer und einem Identitätsgefühl. Und das wirklich Spannende ist, dass die Selbsterfahrungen, die wir heranziehen, eigentlich zwei Seiten haben, nämlich einmal situative oder auch überdauernde Selbsterfahrungen und dann etwas, was man vielleicht hypothetische Selbsterfahrungen nennen könnte. Und hypothetische Selbsterfahrungen haben die Eigenschaft, dass sie sich eben auf alles Mögliche beziehen können. Und traditionell haben wir sie lange Zeit auf Gott bezogen. Das heißt, wir haben die Möglichkeiten, die wir gerne hätten oder die wir wahrnehmen, was wir fürchten, auf ein nichtmenschliches Gegenüber projiziert. Und natürlich fühlen Sie sich hier jetzt sofort an Feuerbach erinnert, den wir alle als einen großen Religionskritiker kennengelernt haben, weil er eben gesagt hat, hier gibt der Mensch seine Wünsche weg und projiziert, was ihn ausmacht, weg und verliert dadurch Impulskraft. Als Theologin sehe ich das natürlich nicht wie Feuerbach, der kein Entwicklungspotenzial gesehen hat. Dadurch ist diese Ampel auf Rot geschaltet. Ich glaube, dass in der Idee von Gott und der Frage des Menschen nach seinem Verhältnis zu Gott durchaus Entwicklungspotenzial steht. Das ist nicht einfach nur ein Abziehbild von uns selbst. Deswegen bin ich der Meinung,
dass uns die Auseinandersetzung mit einem Gottesbild Inspiration und gerade die Möglichkeit aus einem verengenden selbstreferenziellen System eröffnet. Spannend ist jetzt aber, dass die Idee, das hatte mein Eingangsbeispiel gezeigt, von einem Allwissenden, Allmächtigen und Allgegenwärtigen gegenüber inzwischen schon längst nicht mehr einem christlichen Gott vorbehalten ist. Gerade eine unkritische Technikgläubigkeit sorgt dafür, dass an vielen Stellen Technologien und insbesondere KI zum funktionalen Äquivalent des Gottesbildes werden. Was allerdings offen ist, ist, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Deswegen habe ich die Ampel auf gelb geschaltet. Die christliche Theologie ist jedenfalls voller Warnungen vor menschlicher Hybris. Da kann man an den Turmbau von Babel denken oder an die Parabel vom Golem, der ja vielleicht als aus Algorithmen geborener Vorläufer eines solchen Hominiden gelten könnte. Ja, ich überspringe jetzt mal, wie sich Technikforschung gezeigt hat. Und ich möchte auf eine letzte Erfahrung und damit ende ich dann auch. Da musste ich jetzt ein bisschen kürzen. Als ich all dieses erkannt habe, wurde ich auf eine Professur nach Dresden berufen und kam, wie gesagt, in dieses Forschungsprojekt. Und ich dachte, super, jetzt weiß ich, Religion spielt eine Rolle bei Technikvorstellungen und es ist virulent für Menschenbilder. Gehe ich doch mal in so einen Diskurs. Und meine erste Frage war, was habt denn ihr für Menschenbilder? Und jetzt muss ich mal vorstellen, Technik 60 Informatiker und ich frage die, was habt denn ihr für Menschenbilder? Wissen Sie, was da die Antwort war? Gar keine, genau, gar keine. Wir machen ja Technik, wir denken nicht über Menschen nach. Ich habe dann aber eine Weile zugehört und habe einige Menschenbilder gefunden und die waren Wetware, also zwischen Hardware und Software. Wissen Sie, was DAO ist? Der Dumbest Assumable User, also der dümmste anzunehmende Mensch als Risikofaktor von mächtigen und weitreichenden Technologien. Außerdem der Bias Donner, das hängt mit dem oben zusammen, das ist die Grundschritte Data Collection, Validation and Verification, sind dies täglich Brot von Informatikern, die KIs trainieren. Und da ist die goldene Regel, Rubbish in, Rubbish out, kommt Schlechtes rein, kommt Schlechtes raus. Und die, die es schlecht machen, sind die Menschen, die Bias Donner, weil wir geben die Vorurteile rein. Außerdem sind wir Information Need, das ist der neutralste Begriff, den Sie meinten zu haben. Also wir sind diejenigen, die Information brauchen. Man könnte ja vielleicht auch sagen Information Seek, aber wir sind in Need. Und das, worauf sich alle einigen können, ist User, aber User ist halt auch noch nicht Mensch. Und ab hier ging dann meine Arbeit los, von der ich jetzt gerne noch erzählt hätte und ich muss das leider jetzt aus Zeitgründen kürzen. Aber ich möchte eine Lanze brechen. Ich habe nämlich festgestellt, dass die Offenheit, und wir hatten es heute schon mal gehört, im Kontext von Komplexität und Überforderung, ich wurde an jeder Stelle mit offenen Armen empfangen und mit ganz viel Bedürfnis. Nicht Bedürftigkeit, sondern Interesse und Bedürfnis. Und ich glaube, wir können, ich habe hier ein paar schöne Beispiele, die jetzt leider fehlen, in diesen Dialog oder in den interdisziplinären Diskurs absolut was einbringen und werden da auch gebraucht. Wir müssten allerdings an unserem theoretischen Fundament nochmal feilen. Also ich bin mir nicht sicher, ob das, was ich heute gehört habe mit Kritik und Ideologiekritik, das ist immer ein aus einem etwas heraus über etwas urteilen. Und ich bin mit dieser Kulturtheorie oder Symboltheorie, die ich vorhin gezeigt habe, ganz gut unterwegs. Und ich glaube, das macht auch was mit einem, wenn man ein breites, offenes Fundament hat. Außerdem hatte ich schon gesagt, Foki und Voraussetzung, ich glaube, wir müssen viel stärker differenzieren und wir brauchen unbedingt Technikwissen. Also ich bitte wirklich, die Hausaufgaben zu machen und die Technologien auch zu verstehen. Und neben der Wirkungsforschung müssten wir schon viel früher ansetzen. Wir schauen auf das Phänomen, wir müssten aber eigentlich in die Entwicklungsprozesse reingehen. Dafür müssten wir unsere Kommunikations- und Transferkultur überdenken. Keiner liest Sammelbände und keiner hört sich unsere Vorträge in unserer Sprache an. Das tut mir leid, wenn ich das in der Deutlichkeit sagen müssen. Und die Frage, die wir jetzt vielleicht mitnehmen können, wie verändern die Inhalte und Kultur des interdisziplinären Diskurses Theologie auch in einem guten Sinne, sofern Sie denn denken, dass Sie es so tun. Dann vielen Dank.